Hallo und willkommen zurück zu Fish, Feed and Grow. Wir haben wieder den Tod gefunden, aber ich weiß nicht warum. Ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Wir waren super stark und scheinbar war der Lachs noch stärker als wir, aber jetzt sind wir wieder hier diejenigen, die hier den Mund aufreißen. Weil hier jetzt hier übelst viele Piranhas sind, ihr seht's. Und wir werden da jetzt hier den Pirsch oder wie der heißt, mal auseinanderreißen. Aber jetzt müssen wir natürlich wieder von vorne leveln. Oder wir nehmen mal einfach ein anderes Tier. Wenn wir jetzt nochmal getötet werden, werden wir ein anderes Tier nehmen. Komm, Millionen Piranhas. Wir müssen den noch zerlegen können. Da, jetzt beißt den doch mal ein paar Mal, hitte den an, dass der. Na. Wie kann man so viel Schweine haben? Boah, sind wir ein schlechter Piranha. Also Piranhas geben uns jetzt nicht mehr wirklich viel Glück. Guck mal, was hier Piranhas sind, ne? Boah, hier müssten wir mal wirklich uns satt fressen, dass wir mal hochkommen. Dass sich hier dann mal so 5 oder 6 uns anschließen. Und dann in so einer Armee, dass wir losziehen und hier alles niederwalzen. Wie gesagt, werden wir nochmal sterben, werden wir mal ein anderes Tier probieren. Vielleicht mal den Aal. Den Aal, der gefällt mir wirklich. Der hat auch eine coole Fähigkeit, nämlich mit diesem Strom. Komm, ich trenne mich von meiner Gruppe, um wieder auf Futtersuche zu gehen. Als kleiner Mann, wir waren Level 6. Scheiß drauf. In der letzten Folge hat es uns übelst zerlegt und zersägt. Und ja, ihr seht, ich spiele die ganze Zeit das Spiel und das macht ultra viel Spaß. Es macht verdammt, verdammt viel Spaß. Da tatsächlich war ein bisschen Futter. Ein bisschen Futter für uns. Aber so seht ihr mal, wie hart das Leben wirklich ist, ne? Komm, den jage ich jetzt bei uns rein. Und dann muss doch mal... Ich krieg den nicht, ne? Dass da mal irgendeiner von uns mal angreift und den mal annuckelt. Da war er. Oh, der hat mich aber angegriffen. Jetzt auf unsere Brut abgesehen, ne? Aber die jagen den. Aber wenn er hier oben so schwimmt, dann kann ich das nicht, ne? Komm, der muss doch bald down sein. Sobald das gelb wird, lasse ich los. Keine Ahnung, wen ich da in den Arsch beiß, aber ich scheinbar beiße ich irgendjemand. Da haben wir einen. Oh, da hatte ich irgendwas. Nein, der Piranha bringt uns kein Glück heute. Gehst du jetzt da, du? Geh von meinem Essen weg, du. Oh,
Wo sind denn meine Kumpels? Die schwimmen da oben wieder rum. Ach nee, man sagt doch immer, Piranhas zerlegen in Sekunden so ein Vieh, ne? Aber irgendwie. Jetzt zieht es sich. Es zieht sich einfach. Was sollen wir noch tun? Wir müssen erstmal Level 2 werden und Level 3. Ne? Deswegen schön wieder Münzen sammeln, damit wir diesen Aal mal spielen können. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal getötet werde, werden wir den Aal spielen. Den werden wir uns dann freischalten. Piranha ist jetzt, oh, wir sind Level 2. Jetzt nicht so mein... Gestern auf Easy ging es natürlich einfacher. Ich könnte es auch auf Easy zurückstellen, aber das will ich nicht. Weil ich will schon ein bisschen Spaß haben. Und ja, ich möchte euch schon wirklich zeigen, was das Spiel kann. Ne? Oh, guck mal hier jetzt, was hier der Tisch gedeckt ist. Wir müssen uns halt noch von Schnecken und so ernähren. Weil unsere Jungs hier einfach nur im Kreis schwimmen und irgendwie nichts angreifen. Wie soll aus denen denn mal was werden, wenn die sich nichts trauen oder wagen, irgendwie rauszukommen, ne? Na, daneben gesaugt. Zack, drinne so. Zack, drinne so. Also wie gesagt, der Piranha, ich hatte den auf Level gestern 61. Der kann was, aber... Na, ich weiß nicht. Zack. Zack. Im Medium ist der nicht gerade einfach zu spielen. Und Multiplayer stelle ich mir einfach witzig vor. Jeder versucht ja seinen Fisch irgendwie hoch zu, ja, hoch zu leveln, ne? Und muss wirklich aufpassen, dass der nicht gefressen wird. Oh, da sind wieder zwei solche Räuber. Die haben es wieder nur auf mich abgesehen. Deswegen schwimme ich mal schnell hier wieder raus. Und stellt euch mal wirklich das Leben als Fisch vor. Ihr habt ja nicht irgendwie ein Zuhause, wo ihr hinfahren könnt und die Tür zumachen könnt. Also haben die schon die Fische irgendwo. Aber man ist einer ständigen Gefahr ausgesetzt. Ne? Jeder sucht Schutz. Nur der Stärkste überlebt und das ist die Natur. Und wir sind gleich Level 3. Sehr schön. Zack, alles einsaugen. Aber wir können uns ja nicht immer nur von diesem Kleinzeugs hier ernähren. Wir brauchen noch mal richtige Fischfetzen. Richtige Fisch- und Fleischfetzen. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen Blut sehen. Hier geht doch gerade im Moment gar nichts, ne? Ah, hier sind ein paar am Jagen. Ah, jagen wir mal mit, wa? Wir werden uns die einfachen nehmen. Ich will den. Wo sind denn da wieder meine Leute? Da sind zu viele von denen. Da bin ich wieder das Opfer. Da sind meine Leute. Die sind alle schon dicker und größer als ich, ne?
Aber das ändern wir jetzt gleich. Jetzt gleich sind wir wieder Zugführer. Dann werde ich noch ein bisschen Schnecken jagen gehen. Und auf unerfahrene Fischer hoffen, die sich dann hier irgendwo verirren oder so. Wie der da zum Beispiel. Aber ihr seht, was ich mit der Strömung zu kämpfen habe. Oh, wenn ich mich wirklich so ernähren müsste, würde ich verhungern. Kommt direkt wieder ein anderer. Ich habe ihn schon gesehen. Komm einmal. Gib mir noch einmal einen zwischen die Zähne. So einen kleinen Happen, so ein Fischburger, so ein Brötchen, so ein Fischbrötchen. Ah, guck mal, die guckt und betet. Und dann werden wir hier die mal. Schwupp, schwupp. Zack, weg bist du. Und du auch, da sind wir gleich schon Level 4. Leute, wir haben es bis Level 6 schon geschafft in diesem Let's Play. Oh, da hinten jagt uns was. Ja, dich kriege ich, mein Freund. Dich kriege ich, mein Freund. Oder ich bin dran. Ich bin. Oh nein, der macht mich platt, der Sack. Mann! Okay, es nutzt alles nichts. Wir werden eine neue Spezies nehmen. Und zwar werden wir. Also der Piranha ist nicht schlecht, ne? Haben wir ja gesehen. Select Fish. Aber ich würde gerne mal was anderes probieren. Ich möchte gerne den Alia. Wir haben 76 und nehmen 20, aber das machen wir in der nächsten Folge, denn diese Folge ist zu Ende. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.